müssen in die Richtung hier. So, nächste Folge. Du hast schon gelootet. Ich habe gar nichts gelootet. Nein, wirklich nicht. Du kannst dich ja sehen gleich. Die Kisten sind von Haus aus alle leer. Wie konnte ich denn das Dorf übersehen? Ja, weiß ich nicht. Kommst du hier rein? Nee, warte, ich bin fett. Wie geht das? Tür auf, Rechtsklick. Oh. Ah, jetzt. Okay. Tür auf. Guck mal, das Boot hat ein bisschen. Das hat ein bisschen Schräglage, weil hinten so viel Gewicht ist. Egal. Hübsch hier. So, 1, 2, 3, 4. Das hier geht noch. So, ab hier und müssen wir zu Fuß weiter. Wie mache ich das denn hier mit den Ecken? Ja, das passt schon mal. Scheiße, ich muss noch nach rechts raus. Kies, Kies. Weil ich eigentlich die Mühle auch da lassen könnte, komplett. Ich brauche hier eh noch Felder hin. Harry, hier bin ich eben lang gelaufen. Mit Knochenmehl konnte man Zeug wachsen lassen, oder? Ja. Julio, nicht so schnell. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich muss gleich wieder mit zurück zu dir, weil ich vergessen habe, da einen Wegpunkt zu setzen. Wobei, ich habe doch auf der Map... Ach, ist doch egal. Scheiße. Ja, es wird gleich dunkel, ne? Ja, kann noch jemand anderes schlafen. Wieder. Ja, aber ich sterbe. Ich habe ein Holzschwert. Nee, ich habe ein Eisenschwert. Ja, okay. Und jetzt auf einmal eine Steinspitzhacke, weil ich nett bin. Nice. Ist gut, ja? Das ist ein Dorf! Ja, das ist deins. Das ist in deinem Gebiet. Ja, das ist mein Dorf. Und das ist sogar größer als das von George. Bist du jetzt sicher, dass das nicht von Georg ist? Aber nein, es kommt nicht auf die Größe an. Guck mal auf die Map. Ich hab keine. Auf M, ach so, hast du nicht. Ja. Hast du nicht vorhin extra mal neu gestartet, um dir die Mod zu... Ja, es geht aber nicht. Aber ich kann dir sagen... Oh, guck mal, ich hab sogar mit dem Steg. Ich hab einen Steg. Julie, wir schlafen heute hier. Das ist die Frage. Entweder ich reiß den Wald hier raus oder nicht. Sandra, ich kann dir sagen, weil ich hab ja die Map, ne, das Dorf hier ist näher an deinem Haus dran als das von George. Also ist das da. Nice. Guck mal, da ist ein Kompass drin. Kannst du haben. Ich hab schon... Warte mal ganz kurz. Danke. Ach, hier, nimm das mit, Sandra. Dann kannst du dein Gebiet mit so einer Karte, dann kannst du das in so einen Bilderrahmen hängen. Mach noch nicht, klick da noch nicht drauf, ja? Erst wenn du bei dir zu Hause bist. Ja, chill. Sag mal, Riker, ist hier nicht weiter nördlich als ich? Das ist aber, ich sehe doch hier gerade, das ist näher an Sandras Haus. Ich meine, sie ist aber nördlicher als ich, oder? Nee, sie ist von dir aus, wenn du auf die Map guckst, von dir aus nach... Nie oder? Genau, Osten. Ja, Osten. Nach Osten. Hast du, zum Baby, hast du mittlerweile eigentlich schon einen Bauplatz? Ja. Bist du da gerade? Nein. Ich bin in meinem Dorf. Sag mal, wenn du bei deinem Bauplatz bist, musst du ihn noch markieren auf der Karte. Okay, Julia, wir müssen zurück. Nee, es hat Zeit. Nein, mein Inventar ist voll. Ich kann hier sowieso nichts machen. Aber geil, dass hier ein Dorf ist. Nice. Du kannst es dir ja irgendwie, ja, merken. Du hast ja keine Map. 2, 3, 4. Ballert nicht da lang? Muss ich denn jetzt hin? Julio! Ja, du hast ja mich, das ist das Gute. Noch. Julio, wo bist du? Ich hab dich verloren. Hinten beim Steg. Ja, wo ist du eh hinten? Ach, da. Du hast sogar mehrere Stegs. Stegs? Mhm. Ja, dann lass uns doch mit dem Boot... Lass uns doch mit dem Boot. Yeah. Ach so. Okay. Bin drin. Nice. Wir könnten auch versuchen, so eine große Rundfahrt zu machen. Das lief ja schon in Valheim so super. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich liebe diesen Clip, ne? Aber weißt du noch? Den gibst du auf meinen Kanal. Ja. Aber weißt du noch, als wir diese andere da gespielt haben und auch mitten in der Nacht, das war glaube ich 3 Uhr morgens oder so, auf einmal auf die Idee kam, wir fahren jetzt mal mit dem Floß und dann kam diese Riesenseeschlange. Yo. Sophie. Ja, rede ich nicht gerne drüber. Muss ich aufsteigen? Sonst wäre ich ja nicht ausgestiegen. So, ja, kann ja sein, dass du... Platz brauchst du raus jetzt.
den restlichen Weg zurück musst du selber finden. Hä, wo bin ich? Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe normalerweise einen Plan, den ich brauchen will, aber... Das sieht man erst ganz am Ende. Warte, Julie, kannst du mal zurückfahren? Julie, fahr mal zurück. 1, 2, 3, 4. Jetzt? Ja? Ja, fahr mal näher. Ich will mir das markieren hier. Ja. Dieser Moment, wenn dir der Cobblestone ausgeht. Okay. Danke. Bitte. Euch sowas wie Unkraut vernichtet oder sowas, das ganze Gras hier einfach nur weggeht. Mega nervig. Feuerzeug. Die Sonne ist effektiv. Können die nicht den ganzen Wald einfach abfackeln? Ja, dann bleiben halt so heftige Stümpfe überall stehen. Achso. Guck mal, Sandra, da ist Kohle. Gut, ich könnte mit World Edit reinpushen, aber das wird auch nicht viel bringen. Und Eisen. Nice. So, und da bauen wir jetzt Zaun außenrum. Ich glaube, ich habe Fichte genommen oder ich. Shit, habe ich Fichte oder Birke genommen? Das Fichte. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh mein Gott, guck mal, Sandra! Kohle. Guck mal da auf dem Wasser! Was ist denn da? Oh nein, töte ihn! Ja. Oh, ich hasse den, ne? Was hat denn der zu bieten? Oh. Was habt ihr gefunden? Ach, dieser scheiß Tendler. Gruppenfischeimer. Ja, nimm mal. Ich hab den Sound aus. Fahr! 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 Tschüssikowski! Julio, schneller! Er folgt uns! Echt? Er mag euch! Nein. Wo ist mein Haus? Wir sind schon da. Ach so, dein Kopf ist davor. Sorry. Möchtest du zu deinem Hausstein oder Steinhaus oder zu deinem Holzhaus? Hausstein. Nee, mach mal Haus. Sehr viel schon die ganze Zeit. Nee, mach mal Haus. Ich meinte Holzhaus. Okay, warte. Ich bin schon ausgestiegen. Danke für die Fahrt. Julius Taxi. Dann lad mal ab, dann fahren wir zu meinem Haus. Ja, was? Du weißt, ich habe keine Karte, ne? Ja, aber ich fahre dich dann nachher wieder zurück. Ich brauche meine neue Truhe. Warte mal. Ich brauche noch ein bisschen. Soll ich dir helfen? Boah, wie lange man zu Felder anlegen kann, ist auch der Wahnsinn. Julio, ich brauche noch ein bisschen. Ah, es sieht wenigstens jetzt ansatzweise vernünftig aus. Ums. Voll die Techno-Party hier. So. Sandra, welche Farbe möchtest du denn als... Pink. Pink gibt's leider nicht. Es gibt nur Violett oder Dunkelviolett. Oder Dunkeltürkis. Dann will ich Türkis sagen. Möchtest du Dunkeltürkis oder Türkis? Türkis. Gut, du bist Türkis. Danke. Bitte. Maschallah. Bist du bereit? Ja, mach jetzt ein Boot. Los. Gut, komm. Vorsicht, nicht da reinfallen. Julius Taxi-Service. Hey, du könntest wirklich Taxi-Service machen. Der nicht sicher zum Ziel. Doch. Doch, er fährt voll gut. Wir sind doch jetzt zum Ziel gekommen, ne? Ja, wir sprechen darüber, wenn sie wieder zurück ist. Ja, aber wir sind ja zum Dorf gelaufen. Ja, wir sind doch zum... Oh Gott! Oh, Julio! Wir kommen schon heile zurück. Ich hab das in Serien gesehen. Wir kommen immer heile zurück. Ich hab das im Fernsehen gesehen. Ich weiß, wie das geht.
Ich habe in Büchern gelesen. Wir müssen einfach nur. Ich kenne alle Folgen von Dr. House, jetzt bin ich auch Arzt. Dr. House. Wer guckt denn heutzutage Dr. House? Hey, der war cool, ja. Der war immer gemein. Hey, nix gegen Dr. House. Meine Guck Mutter mal, Julio, da ist hier mal unsere Anlegestelle. Gut, dass ich das verfackelt habe. Verfackelt. Hä? Hä? Wieso konnte ich da gar nichts hinbauen? What? Julio? Ja? Warum stehen wir? Ich hab nur geguckt. Ach so. Es gibt keine Taste, um sie aus dem Boot rauszuschmeißen. Krieg doch gar nicht hin. Ich wieg viel zu viel. Da falle ich nur selber runter. Das stimmt. Dann wirst du so in die Luft katapultiert. So. Sag mal, ist das Stein? Ist das ganz normaler Stein hier? Nein, das ist Kupfer. Nee, ist Kupfer das Kupfer? Kupfer habe ich eben gefunden. So, da fehlt uns noch einmal Weizen und Hammers. Yay! Ich hab leider das PP-Bild nicht. Sind aber enttäuscht. Leute, Weiß guckt ich. Euch TTT an. Das ist tatsächlich bei YouTube hochgeladen. Nice! Dann spielen wir das nochmal. Muss einer ein Best-of draus machen. Von der Mai, dann kann ich es mir auch. Ja, aber. Ich habe keinen. Also für Best-of braucht man schon drei, vier. Die Stellen. Die habe ich nicht. Doch, die habe ich. Ja, ich aber nicht. Ich funk mal meinen Bruder an und schick dem die Bruderteil. Kann er mich dabei gut aussehen lassen? Kann er bestimmt machen. Hm. Am besten so an den Stellen, wo ich innocent bin und dich die ganze Zeit umbringe, weil ich denke, du bist Traitor, aber du bist auch innocent, dass er dann bei mir, anstatt dass er innocent steht, dass er Traitor steht. Und dann denken alle, ich bin voll der gute Traitor. Aber in Wahrheit bin ich einfach nur ein Kameradenschwein. Ich wollte halt auch mal Wind killen. Oh, Julio, wo wohnst du denn? Nee, wir sind halt nur Millionen Stunden im Kreis, nicht im Kreis, sondern in so eine Insel rumgefahren. Habt ihr überhaupt irgendwas gebaut oder fahrt ihr tatsächlich nur durch die Gegend die ganze Zeit? Nee, wir fahren nur. Okay. Du hast da auch nichts gebaut. Ja, das stimmt, du hast nur kopiert. Okay. Ich habe zumindest die Wege und ich habe bereits jetzt ein komplettes Feld angelegt. Bloß eine Stadt und eine Mühle. Ja, ich habe Steine aufeinander platziert. Ist das Kunst? Aber Sandra, wenn du mein Haus siehst, ne? Was ist denn Teile mich nicht. Dein Haus oder mein Holzhaus? Das ist um Längen größer. Wir haben das mit den Dorfbewohnern funktioniert. Ich glaube, mein Haus passt in dein Haus 5-mal rein oder so. Mach mal Disco. Oh Gott, kriegt man epileptische Anfälle. Konnte man Falltüren über Wasser platzieren? Nee, oder? Ja. Doch. Wie konnte ich denn auf Wasser einen Komposter draufsetzen? Wie ging das denn? Schiff drücken. Oder du mal setzt dahinter ein. Boah, Julio leuchtet hart. Gerade. Ah, über eine Falltür aufs Wasser und dann Komposter drauf, glaube ich dir das, oder? Nein, ich wollte nicht aussteigen. Jetzt ach, Julio. Mal mit Shift. Nee, das wird nicht, warte mal, das ist kacke. Mit Shift? Ohne Falltür? Julio, warte! So, jetzt. Nee. Du hast aufgehört zu leuchten. Ja, ich habe ja auch meine Rüstung rausgezogen. Also. Für dich. Das ist keine Dorfbewohner. Dorfbewohner Spawn Eis. So, jetzt, das ganze Ding muss natürlich noch bevölkert werden. Das bedeutet. Weißt du, der Cheater einfach, ne? Jetzt hat er sich Dorfbewohner-Eier geholt. Ja, weil ich den ja als Farmer brauche. Die hast du bestimmt nicht in deiner alten Welt gebaut, die Dorfbewohner. Doch. Nicht? Doch. Ich hab völlig. Hier waren 30 Leute auf meiner Farm angestellt.
Ich habe völlig legal Dorfbewohner gemact. Ja, Bienchen okay. und Blümchen. Soll ich das jetzt erklären? Nee, ja. brauchst du nicht. Nee, okay, doch. Ich Sandra möchte das gerne wissen. So in der 10. Generation ja, hast du ein bisschen seltsame Köpfe, aber sonst. So, ganz klein, doch, das kriegen wir hin. So, ich zeige mal ganz kurz die alte Welt. Nicht, dass ihr meint, hier was labert der Typ die ganze Zeit. Dann kannst du auch den Alter, mal mein falsche. Haus zeigen, ja? Das ist nämlich viel schöner. Ja, da kann ich auch und das ist hin. Auch wirklich, das ist wirklich im ultimativen Überlebenmodus gebaut worden, mein Haus. Also war das nicht eine Burg, die da vorher schon stand? Nee, das Nein. war ein anderes Let's Play. Also. Das war das Let's Play, wo wir mit so vielen Mods gespielt hatten. Ich lade jetzt mal den alten Server, den wir vor einem Jahr hatten. Und da zeige ich euch mal ganz kurz, was ich da gebastelt hatte und was ich ihn noch in die Welt reinkopieren möchte. Kannst du dich nicht mehr an mein Haus erinnern, Sandra? Nein. Ja, so. Das war voll cool. Oh Gott, das lädt ewig. So, wir müssen, glaube ich, da lang. Julio, dauert es noch lange? Nee, nee. Wir sind nur noch 300 Meter entfernt. Ausrufezeichen Lurk. So, das lädt im Moment noch. So, Portal kommt noch rein. So, hier ist die Farm übrigens, die ich damals schon gebastelt hatte. Muss man was trinken. Gut, ist gerade Nacht, aber hier stehen noch die Dorfbewohner auf dem Feld teilweise rum. So, so soll das dann auch am Ende aussehen, nach Möglichkeit. So, Pferdestall kommt auch noch rein. Er hier. So, das Wichtigste ist allerdings das hier vorne. Das ist der Leuchtturm. Das ist unter Wasser. Die Dünse, da ist mein Haus im Berg. So, und das hier. Ein anderes Haus. Da. Einmal hinlegen, ja, oder? Schön. Ja. Yeah. Was für ein Dachzimmer ich denn hier? So, unter anderem hier ist eine XP-Farm. Na, endlich. So, das hier kommt in die neue Welt, werde ich übertragen auf jeden Fall. Das ist schon mal ein kleines Lager. Geräumig, ne? Geräumig. Hübsch. Ja! Ja. Sandra, Mama hat gesagt, du darfst heute bei mir schlafen. Ja! So, das hier wird übertragen. Und das hier ist das komplette Lagersystem. Ja, das wird auch komplett übertragen. Dann gehört alles, was hier drin ist, schon mal mit rein. XP dann gehört alles, was hier drin ist, auch dir. Nice! Okay, das gehört mir und das hab ich mal rausgenommen, ne? So, einmal das hier. Guck mal. Oh, bis es soweit ist, das dauert. Schenkst du mir das? Ja, bitte. So, oh, das danke. Heißt, wir brauchen eine Falltür. Dann leuchte ich jetzt auf. Aber nur im Schritt. Geh mal zum Arzt. Der hat ja wirklich voll viel Pferde hier. Julio, ist das ein Stall oder ist das ein Versehen gewesen? Nee, die fallen da rein. Hallo, deswegen habe ich den hier einen Block, abgebaut, dass die hier wieder halt rauskommen, ne? Oh. Kommt aber irgendwie nicht raus. Schieb es an! Auf dem Poppeshauen hier. So. Oh, jetzt bist du ganz sauber. Aber das hier ist voll hübsch. Ich reite mal. Los, Hotahü! Los! Au! Und wie willst du es zu dir tragen, wenn du es gezähmt hast? Weiß ich noch nicht. Du weißt, wie lange wir gefahren sind? Ja. Ich will es haben! Wenn mir vorbeikommt, kann sie den Sattel abholen. Los! Darf ich mir den Sattel bei dir abholen? Ja, auch, klar. Ja, das ist mein jetzt? Allerbester Freund. Wie reite ich jetzt? Ja, du brauchst einen Sattel. Ah, cool, die Dorfbewohner kennen. Also, einen habe ich. Wie es aussieht. Den hole ich mir gleich ab. So.
Das sind alles meine Pferde hier. Das, was dir gehört, das bringe ich dir irgendwann mal zu dir. Das heißt jetzt, ich nenne es... Dafür brauchst du einen Name-Check. Weißt du, ganz ehrlich, damit wir noch wissen, was dein Pferd ist, machen wir das mal in den Stall. Nein, du ertrinkst es. Nein. Weißt du, wie lange die da schon drin waren und nicht ertrunken sind? Aber das ist voller Wasser, das ist cool. Dann machen wir es hier in dieses Loch. Aber nein, Karl! Ja, aber dann wissen wir nicht mehr, was dein das Pferd ist. Ja, sicher weiß, welches Pferd liebt mich. Okay, die killen leider doch noch Felder ab und zu, aber damit muss ich dann leben. Aber es ist auch relativ egal, ob sie ein paar Felder killen. So, Richer. Bis bald. So. So. Tötet mich nicht. Dann haben wir Betrieb auf der Farm. Nein, nicht zu Georg. Da will ich nicht hin. Oha. Nein, war nur Spaß. Ich will sie auch gar nicht hier haben. Brauchst du gar nicht vorbei. Ich bin jetzt angepisst. Nein, ich kann... Du hast ja gar keine Map, ne? Nee, und ich kann ja sowieso nicht mit dem Pferd weg. Das Pferd kann ja nicht schwimmen. Das nicht. Oh, ach shit, das war der falsche Boden. Ich will mir was Lustiges zeigen. Kann ich ein Pferd ins Boot schieben? Ist theoretisch möglich, glaube ich. Guck mal, was das hier ist. Was? So, als nächstes. Au! Pass aber auf. Oh, du hast auch Boot, ja. Ne? Nice. Kann da nicht einsteigen. Jetzt. Doch, jetzt. Ja, dann fahr ich mal nach Hause. Okay. Boah, ich habe keinen Bock, die ganze Straße eigentlich zu beleuchten, aber gut. Pepe, was muss, das muss. Anscheinend. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock. Das geht leider nicht. Zumindest im Moment nicht. Kann ich auch Kreativmodus haben? Nein. Ich auch. Wenn er wollt. Nö. Was war's? Fackel war das, oder? Gibt's neue Möglichkeiten, Licht zu machen, außer Fackeln und Laternen? Nee, oder? Kam noch was Neues dazu? Halt. Naja. Achso, ich weiß nicht, es gab so eine Metalldinger halt, ne? Eisen? Waren für mich neu. Oder sind das die Laternen, die du meinst? Nee, Laternen gab's, aber. Ah, okay. Aber die sind voll süß. Weißt du, für mich ist alles voll neu. Ja, ne, ist voll alt. Ja, aber es gibt doch auch diese Leuchtsteine aus dem Nether. Ja, aber die sind... Die sind? Hässlich. Hä, war's gar nicht. So als reine Leuchtquelle. Oder diese Leuchtsteine aus dem Meer. Wie heißen die nochmal? Die sind nochmal nicht hell, das ist das Problem. Das ist ein Dorf. Das ist dein Dorf, Julio? Mhm. Das hier auch. Boah, warum hast du zwei? So. Oh, die knuddeln alle. Guck mal. Was machen wir hier? Die Frage euch, ja, das nächste Taxi, das nächste Taxi fährt erst morgen. Hier werden wir bestimmt ein Zimmer kriegen. Ja, alles klar. Ist das Stroh? Ihh, das ist aber ganz schön eklig hier, ne? Ja. Und ich guck mich vorsichtshalber um, ob ihr nicht bei mir seid. Oh mein Gott! Er lacht noch, ne, Sandra? Er lacht. Entschuldigung, noch. Was ist das? Das ist doch kein Dorf. Doch, komm mal mit. Das ist eine Stadt. Da vorne, was ist das denn? Ist das von PP? Nein. Sind wir bei PP? Nein. Was macht ihr? Warum ist denn da so ein riesiger Turm?
Der riesige Turm ist mein Leuchtturm. Bei dir hier? Hier bei PP? Nein. War der gerade im Wasser durch die Gegend? Guck das nein. Kannst du hier abbauen, meine Stadt das gehört nicht. Ja auch nicht PP. Ey! Lass meine Stadt in Ruhe. Wo seid ihr denn? Was ist das denn hier für ein Altar, PP? Was praktizierst du hier? Wo bist du? Hier draußen. Anbietung. Alles ist ja doch PP. Wo denn? Seid ihr im Wasser? Nee. Nein. Wart ihr denn rum? Wir fahren nicht rum. Wir laufen hier in deiner Stadt. In der Stadt? Ich bin jetzt hier gerade beim Hafen, aber oben. Beim Weg. Wie nennt man das? Da, wo die Schiffe gebaut werden. Und ich eben noch so, boah, ist das hässlich hier. Hey! Hätte ich mal PvP angemacht. Sandra, deswegen habe ich ja gerade gesagt, und er lacht noch. Hässlich. Ja, hier sind überall Spinnweben. Das gehört so. Mal. Voll eklig. Ich glaube, das soll den Rauch darstellen. Oder diese Seile oder so, keine Ahnung. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig hier. Oh Gott, wie weit geht's noch hoch? Wow, das leuchtet wirklich hart. Hast du einen Shader drauf? Ja. Macht nichts kaputt. Hä? Mach doch nichts kaputt, nur weil ich. Ja, ja. Hoffe. Ups, Entschuldigung, der Leuchtturm leuchtet nicht mehr. Ja. Ups, ich hab's abgebaut. Ich brauche so. Materialien. Shit, wo war ich denn jetzt? Hat's dir wehgetan? Ach so, Moment. Ja, wunderschön. Habe ich mir wehgetan? Habe ich gar nicht gemacht. Ja. Dein Körper ist einfach zu mächtig. Oder auch den Dorfbewohner überall hin, das ist ja abartig. Echt nicht einzäunen? Ich bin hier auf das Boot. Doch, das ist jetzt mein. Das ist die Captain-Sky-Hütte. Hä, konnte man sich nicht mal auf die draufsetzen? Auf die Stairs? So, als nächstes brauchen wir den Kuhstall. Weil die Kisten sind ja alle leer. Wolltest du PP's Stadt looten? Ja. Nee, nicht PP's Stadt, PP. Schläft der hier? Schlafe nicht. Schlafe ist Luxus. So. Ich will in PPs Bett mich legen und dann reinpusten. 270 Grad. So, hier ist ein Gasthaus. Ich glaube, hier sind wir schon wieder hier oben. Also. Aha, guck mal hier. Oh, Julio. Oh, Julio. Und auch rot. Warte. Du zuerst. Ich glaube, ich reiß die Stadt am besten einfach wieder ab. Wir waren nur in deinem Gasthaus. Ja, ich bin fertig. Hab ich schon gedauert. Ja, schnell. Ja, klar. Ich war auch sehr. Sandra, Ja. In 9 Monaten werden wir beide pleite sein. Warum? Bist du schwanger? Ja. Ach, guck mal, hier sind Möhren und ganz viel Fleisch ist hier drin. Und Kartoffeln hat da auch. Oh, wollen wir mal raus. Was ist denn hier so drin, ne? Warte, wo? Oh, ganz viele Pfeile. No. Oh, zum Glück sind die bei PP, weil die hätten jetzt locker bei jedem Satz bei mir sein können. Ich glaube nicht, dass du. Außer der Stadt. 4, 6. Ich glaube nicht, dass du 8 64er Stacks Pfeile in einer deiner Truhen hast. Nee, Pfeile habe ich nicht. Noch nicht, aber ich könnte es bauen. Sandra, wo bist du denn? Ja, ich. Hier am Hafen, hier. Hallo. Ja, hübsch. Wenn nur die Spinnenweben nicht wären. Lass meine Spinnenweben in Ruhe. Du kannst ruhig mal ein bisschen. Weißt du, wie ich gesammelt habe? Du kannst ruhig mal ein bisschen. Du gar nicht gesammelt. Du hast
Gratis. Das hat aber lange gedauert. Du kannst ruhig mal ein bisschen putzen hier, finde ich. Oh, da ist ein Turm, da will ich hin. Wo bist du denn, Pepe? Wo baust du? Hinten, hinter der Stadt ist das ganze Weizenfeld und alles. Aha. Wenn er lang genug wartet, baue ich die automatische Food Farm rein. Da kann man gar nicht reingehen. Ja, es gibt noch keinen Weg. Geht mal raus. Ja, genau, da hier. Genau hier. Und jetzt immer geradeaus. Und dann den Weg entlang. Sandra? Ja? Ich bin lost. Die klaut gerade. Lost in Space. Ich glaub gar nicht. Ich lauf hier so rum, Mama. Hier ist niemand. Ich schwimm. Hier ist Kupfer, Pipi. Darf ich das abbauen? Danke. Hallo, hier wird nichts abgebaut. Oh, hier sind Milcheimer. Darf ich die Milcheimer? Habt ihr denn jetzt selber irgendwas zu tun? Irgendwas, was nicht mit meinem Zeug zu tun hat? Tatsächlich haben wir gerade nichts zu tun. Ja, das merke ich. Ich habe schon das viel zu tun, nicht aber... Vorteil. Ich habe schon viel zu tun, aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme und ich bin auf Julio angewiesen. Julio, ich will nach Hause. Kannst du Sandra nach Hause? Ich weiß nicht, wo du zu Hause bist. Du hast gesagt, du bringst mich nach Hause. Du Lügner. Ich weiß leider nicht, wo ihr zu Hause ist. Weißt du, wo Georg ist? Ja. Nein! Du musst mit deinem Maus... teleportier dich zu Georg und dann flieh ich nach Osten. Wie soll ich da hinkommen? Soll ich das wieder laufen? Ich teleportiere dich mit dahin. Warte. Ich will doch nur nach Hause. So. Ich fahr nie wieder mit dir mit. Ich hätte dich doch nach Hause. Sandra, ich hätte dich doch nach Hause gefahren, aber ich dachte, so geht's schneller. Hä? Was? Ja, ich hab mich jetzt zu dir geportet? Alles, was man macht, ist falsch. Will man einer Frau in Not helfen? Wo ist jetzt mein Haus? Teleport zum Baby musst du da eingeben, oder nicht? Nee, Teleport zum Baby zu PP. Ja, dann komm ich zu PP, oder nicht? Toll, jetzt bin ich bei PP. Wie weit musst du noch? Wo bin ich? Guck auf der Karte. Ach, du hast keine Karte. Ich hab keine Karte! wo ich mich zum ersten Mal zu dir geteleportiert habe, bin ich jetzt. Wo ich dann gesagt habe, geh nach Osten. Das ist, guck mal, wo ich bin. Hier, guck mal hier. Warte. Oh. Warte, die Richtung hier bist du dann weitergelaufen Richtung Osten, hast du gemeint. Hier. Richtung Lava. Oh. Ja, danke. Und dann weiß ich nicht mehr, wo du halt warst. Super. Das ist wunderbar. Also bist du zumindest schon mal 80 Kilometer weiter wie vorher. Yay. Danke. Bitte. EP, flieg doch mal lieber mit. Dann weißt du, wo die ist, dann kannst du dir so einen Wegpunkt setzen. Striker-Taxi. Verlässlich. Ja. Hä, weißt du, wie schnell ich die jetzt gerade nach Hause gebracht habe? Ich bin nicht zu Hause! Ja, aber du bist schon mal näher dran. Oi! Das klingt nach so einem Kundensupport von irgendeinem Online-Shop. Ja, aber es funktioniert doch irgendwie. Ja, Telekom. Für mehr Kilometer das Geld nicht gereicht. Zwei Weizenkörner haben nur für einmal hingereicht. Siehst du einfach so, mit jedem Schritt kommst du deinem Zuhause wieder näher. Aber ich glaube, die war Gold. So. Ich glaube, ich bin hier hingelaufen. Kann das sein?
Pippi noch bei dir, Sandra? Im Geiste, ja. Was? Ja, du musst doch bei ihr bleiben, hör mal. Bei mir? Pippi, die 35 Minuten sind um. Durch eine Rauchschwade? Bitte. Du sagst doch Bescheid, wenn ich den nächsten Mal machen soll, ne? Jo, mei. Alexa, das stopp. Versteh ich nicht. Alter. Alexa, stopp! Da bin ich auch mal zum Ohrenarzt. Alexa, stopp! Nein! So. Irgendwann antwortet Alexa, ich höre dich, ich will nur nicht antworten. Kauf mir Blumen! Auf mir Blumen, Gott! So, das ist jetzt der Kuhstall übrigens, den ich hier hingezaubert habe. Und das ist das Feld. Also, ja, hier wird die Landwirtschaft gebaut, wie gesagt. Das war's für die Folge. Vielen Dank.